So, weiter geht's. Alles voll machen, das ist okay. Überall sind Maschinen. Ja, ich weiß. Mehr Maschinen. Wir können sie erledigen, Aloy. Wir folgen dir. Wunderbar. Stell dich. Schon wieder so ein Vieh, ey. Alter, man kann es auch übertreiben. Oh, leck mich doch. Hey Loi, geht es dir gut? Naja, hat noch Schlimmeres erlebt. So, wunderbar. Heidewitzka. Ich brauche jetzt unbedingt wieder einen Bärenvorrat. Sonst habe ich echt ein kleines Problem. Wir sind fast da. So viele Maschinen kamen durch. Was ist mit den Verteidigern der Absperrung passiert? Wir sollten auf alles gefasst sein. So, mal ist ja nie. Kann ich das auch wieder abschalten? Scheinbar nicht. Na gut. Oder sind es nur so das Gefühl, mein Mut hört nicht auf? Die Absperrung. Was davon übrig ist. So viele Tote. Wir trauern um sie, wenn die Zeit reif ist. Fürs Erste müssen wir weiter. Was? Verwüster, ist okay. Ja, ist ja gut, Ziege. Keine Ahnung, was du wolltest, aber
Achso, die muss ich aufbrechen. Oh. Geflochtener. Ja, ich weiß. Aber wir brauchen auch Vorbereitung. Das können wir nämlich gleich vergessen. Mögen die Landwirte unser Eindringen vergeben. Das werden die. Weil so wie es aussieht, ist es glaube ich schnurzpiepegal. Was ist das? Eine Art Wand. Aus Licht. Hier wir oben! Folgen dir, Aloy. So, die werden jetzt wahrscheinlich sehen, wo die Maschinen herkommen. Ach, Mann. Folgt mir bloß nicht. Ich bin nämlich voll in den Tod gehüpft, ich Vollidiot. Val, du stehst gerade ein bisschen im Weg. Hat geklappt. Ich würde zwar nicht sagen, dieser Bug ist nervig, aber... Okay. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Ja, bis auf dieses... Was ist das da? Wie eine Brutstättentür. So, wollen wir mal rein. Also ja. Macht mir ja mit R2. Um zu verstehen, was darin vor sich geht, brauchst du das hier. Auf die Schiffe. Na dann. Genau so. Es gibt doch nicht jedem einen Fokus, Aloy. An der Tür ist blaues Licht. Ja, da gewöhnst du dich dran. Keine Angst, Sir. Ich helfe dir. Hör zu, die Maschinen, gegen die wir kämpfen, sind anders. Gefährlicher. Das heißt, dass hinter dieser Tür etwas sehr Mächtiges auf uns wartet. Das uns tot sehen will. Folgt mir und seid auf alles gefasst. Dann los. Wir müssen den Kern dieses Orts finden. Hier ist so viel Metall. Wer hat das gebaut? Maschinen. Wie du sie noch nie gesehen hast. Diese Maschine. Wir müssen sie ausschalten. Direkt hinter dir, hey Leute. Kängurus? Na komm her. So, Sprungschläger, weg mit dir. Wo ist der nächste? Willst du ja nicht sagen, es war Dummwahl, aber... Ja, wenn du Vollidiot auch reinrennst wie so ein Depp. Och, Mann. Oh.
So. Wir haben die Maschinen erledigt. Ja, ich weiß. Es war nicht dein Verdienst, Wahl. Das ist also eine Brutstätte, wo Maschinen geboren werden. Es sieht so aus, doch. Wenn die Landgötter hier ein- und ausgehen, ist das nicht alles. Sie werden hier auch repariert. Und der Geist, den du suchst, ist hier drin? Die Nerven? Vielleicht. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Noch eine Wand. Da geht's nicht weiter. Nee, ich glaube, es macht nichts. Da müssen wir die Tür überbrücken. So, Werkzeug lädt auf. Das ist super. Obwohl, ich habe es noch nie gesehen, dass das Werkzeug, während es aufgeladen ist, dass du es da gebraucht hast. Also dementsprechend das Werkzeug aufladen vielleicht. Sie sind wie eine Infektion. Das Ding, das uns tot sehen will, es übernimmt Orte wie diesen und macht Killermaschinen. Es nennt sich Infestis. Sogar der Berg ist bis ins Mark verdorben. Lass mich raten, hier muss... Oh, ich dachte schon. Ich dachte, das wären alles Maschinen, die auf uns warten. Diese Kabel blockieren den Weg nach oben. Ihr zwei wartet hier. Ich finde einen anderen Weg. Okay. Wenn man auf diese Kette tritt, wird etwas aktiviert. Teile der Säulen scheinen sich zu bewegen. Zu helfen und Pfad zu finden. Tust das Richtige so. So, jetzt sollte ich da hochklettern können. Und oh, weg ist okay. Sie. Ja, das ist normal. Er hat halt Hummeln im Arsch, die Alte. Wahl, die ist ein bisschen... Aloy ist eine Nummer zu groß für dich. Solltest auf die so konzentrieren. Hier noch so ein Sprungschalter-Gedingens. Noch eine Bodenplatte. Aber von hier aus treffe ich die Zahnräder nicht richtig. Vielleicht kann ich sie mit irgendwas runterdrücken. Hast du einen Weg rübergefunden, Aloy? Ich arbeite dran. Also die Kiste sollte schwer genug sein. Frage ist nur, kann ich die hier rausschieben? Okay, es wird doch. Okay, aber ich komme da nicht durch. Das ist komisch, weil ich kam nämlich bis zur Hälfte durch, als ich das Ding noch in der Hand hatte. So. Das war's. Die Zahnräder der Säulen sollten jetzt freiliegen. Kasse,
Oh, komm schon. So. Jetzt soll ich hochkommen. Sie ist so weit oben. Fall nicht runter, Aloy. Na, komm schon. Wie läuft's denn da oben, Aloy? Kannst du nicht. Ich glaube, ich hab's gleich. Und noch mehr Säulen. Hier muss auch eine Platte sein, um sie zu aktivieren. Ja, aber wo? Das ist die Frage. Oh, komm schon. Ja, quatschende NPCs, die sowieso nichts machen können, brauche ich jetzt auch nicht. So, jetzt erstmal ab nach oben. Und dann irgendwas aktivieren. Den Netzablink. Jetzt. Ach, Tatsache, ich muss hier runter. Festes Kabel sind überall auf dem Knoten. Na, wollen wir mal gucken, ob wir den überbrücken können, hä? Die Kabel bewegen sich. Sie ziehen sich zurück. Wir können die Lüftung hochklettern. Ja, dann kommt hoch, Jungs. Oder wollt ihr da unten weiter rumvögeln? Soll mir recht sein. Muss euch ja nicht zugucken. Wie kommen wir rüber? Der Knoten auf der anderen Seite ist von Kabeln umwickelt. Ich versuche hinzukommen. Wir warten hier. Na dann. Ja, ja. Ganz überall theoretisch, wo man es nicht braucht, sich mit einem Haken und so einen Scheiß hochziehen. Aber hier wird's problematisch, oder was? Was war das denn? Ich will da hoch. Boah. Was? Was war das? Oh Mann. Muss ich das Timing schaffen? Wie wär's hiermit? Bin ich da durch? Nee, kann ich nicht. Wie kommst du wohl hoch zum Knoten? Springen, das kannst du nicht, ne? Ah, die ganze Scheiße von vorne. Also, mit der Steuerung und mit dem Hin- und Herklettern hatte ich in Zero Dawn nicht ein Problem.
waren zwar weniger Möglichkeiten, nee, nicht alle so, ui, toll, ui, mui, ex, hier so, so. Das war ein weiter Sprung. Wie heißt's? So extravagant waren. Aber da hat's funktioniert. Und es war schnell. Aber naja. Okay, mal sehen, was wir tun können. Hast du es geschafft? Dann wollen wir mal. Kommt rüber, ihr zwei. Rein Rüstung. Einheit G-Typ-1 transferieren. Wer ist das? Hephaestus. Er hat hier alles übernommen. Gamma Matrix 5 aktivieren. Da ist wohl noch ein Knoten auf der anderen Seite. Bei der Tür. Das macht ein Ding. Wie kommt man zum Knoten auf der anderen Seite? Treibstoffversorgung von Einheit G-1 starten. Immer noch keine Spur von Fahrer. Es ist so groß hier. Wir suchen weiter. Ich habe selbst keine Ahnung. Schatz um 20% erhöhen. Normalerweise müsste ich hier irgendwas machen, damit die Lüftung wahrscheinlich ausgeht. Auf. Zusatzverteilung J1 Zeta einschalten. Bestimmt irgendwas Banales. Sekundärpakete zu Materialbucht 5 und 12 transferieren. Ups. Entschuldigung. Tut mir leid, Aloy, aber haben wir mal eine Sterbeanimation gesehen. Rein-Rüstung an Einheit G-Typ-1 transferieren. Wer ist das? Hephaestus. Er hat hier alles übernommen. Gamma Matrix 5 aktivieren. Da ist wohl noch ein Knoten auf der anderen Seite. Ja, aber wie komme ich da hin? Ich bin überfragt. Zusatzverteilung J1 Zeta einschalten. Ich glaube nicht, dass ich mit den Dingern da durchkomme. Sekundärpakete. Ich muss alleine darüber, dann für dort weiter können. 12 transferieren. Leute, ich stehe auf dem Schlauch. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich wo, wann hinkomme. Ich sehe auch nichts. Geschütze in Einheiten A59 bis B24 laden. Mach dein Ding, sagt er zu mir. Das ist schön. Achso, stimmt, ich kann ja gleiten. Achso, Viereck, ja. Das muss ich ja gedrückt halten. Weißt du, anstelle von... Bei sowas ist es immer... Naja. Wer ist das?
Da ist wohl noch ein Knoten auf der anderen Seite. Bei der Tür. Treibstoffversorgung von Einheit D. 1 starten. Durchsatz so. Um 20% erhöhen. Okay. Lass mich raten, ich muss an so ein Ding springen. Zusatzverteilung J1 Zeta einschalten. Diese Wagen transportieren viele Waffen. Was hat Herr Festes vor? Sekundäre Pakete zu Material Hoch 5 und 12. Gut. Ob das so geplant ist, weiß ich nicht. Oder war. Aber okay. Kommt rüber, ihr Lümmel. Na super duper. Freut mir, freut mir. Und was will er an diesem Ort? Er hat schon früher Anlagen übernommen, um tödliche Maschinen zu bauen. Aber er war nicht immer feindlich. Er war immer ein Teil von etwas Gutem. Etwas namens Gaia. Mhm. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass Aloy ihr jetzt erklärt, was Gaia war. Aber scheinbar nicht. Noch mehr Kabel. Sie bedecken die Tür. Das haben wir gleich. Oh nein. Was hat Herr Festus ihr angetan? Eine Waffe aus ihr gemacht, die früher oder später genutzt werden wird. Und dann ein Klang. Wenn mein Volk sieht, was daraus geworden ist. Wenn eine seiner Gottheiten es angreift. Ihr wisst, was zu tun ist. Bar. Bereit? Ja, hier muss ein Knoten sein, den ich überbrücken kann, um sie abzuschalten. Ja, den habe ich doch schon. Die Frage ist nur, will ich mich vielleicht vorbereiten? Also dann. Ja, man kann sie übertreiben. Alter, willst du mich verarschen? Du noch, Nora?
Ja, mich hat's auch erwischt. Kommt klar. Willst du mich fucking Arsch? Ja, natürlich. Weißt du, selbige Entwickler haben sich nur über Elden Ring und Dark Souls beschwert, ne? Machen aber genau denselben dummen Scheiß. Kernbehindert schwer, einfach drauf. Junge, ich spiele auf normal, nicht auf Hardcore. Immer dieses Scheiß. Nee, Säure hier, Säure da. Leck mich, ihr Lappen. Ja. Hier muss ein Knoten sein, den ich überbrücken kann, um die abzuschalten. Was? Warum gehen die denn kaputt? Da fragt's einfach nicht. Also dann. Ich hab's vor, Aloy. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Zum Geier. Das war's. Alter. Ja,
Ja, jetzt hauen wir nicht rum. Die kriegen wir schon wieder repariert. Glaube ich. Sie trauert um eine Maschine, die uns fast umgebracht hätte? Sie ist immer noch ihr Gott. Ich trauere nicht um einen Gott oder eine Maschine, sondern weil ich meinen Glauben verloren habe. Weißt du, so, wenn du willst, kannst du heimgehen. Habe ich noch ein Heim? Klar. Und wenn ja, wie lange noch? Das kriegen wir hin. Kannst du unsere Lande wirklich heilen? Mein Volk retten? Das kriegen wir hin. Schritt für Schritt. Und wir fangen hier an. Ja, super. Wunderbar. Ja, ja, Heffi. Wollen wir nicht rum, du Jammerlappen. Super. Würde aber trotzdem gerne hier nochmal alles abgrasen, wenn möglich. Mein Fokus zeigt Hologramme da hoch. Sieht wie Maschinen aus. Überbrückungen. Wissen darüber, wie man Maschinen zählt. Und das kannst du lernen? Ja, wenn du mich mal in Ruhe lässt, alles abgrasen lässt, dann würde ich das machen. Ja, geht's ab nach Hause. Oh, Fähigkeiten ausgeben. Ah, Fallenstellerin, Kriegerin. Was gibt's denn hier? Irgendwas mit mehr Leben oder so ein Kram? Blockbrecher. Schneller Fallen auf dem Pferd. Bin ich eigentlich relativ weit. Muss ich gestehen. Habe ich das gelernt? Ja, ne? Schwere Waffe plus. Gucken wir erstmal, was haben wir denn hier? Abgehärtet Mutstoß. Was zum Geier? Einfach Häcksler. Ach. Medizinkapazität. Na, das ist doch schon mal was. Das nehme ich doch mit. Trankgeschick. 10% Heilung. Ja, das nehme ich auch gerne mit. Was haben wir hier beim Aufprall? Passive Verstärkung. Ja, nehme ich auch mal mit. Nicht genug Fertigkeitspunkte. Das kriegen wir aber hin. Den Rest hebe ich mir auf. Das klingt gar nicht gut. War das der Geist? Minerva? Ich glaube nicht. Zumindest nicht direkt. Das war irgendeine künstliche Stimme. Das gesamte Personal muss die Anlage verlassen.
Ja, wir sind ja auch dabei. Irgendetwas will uns hier nicht. Was genau war das hier? Hast du sowas schon mal gesehen? Nein. Das ist eine Forschungsstation. Glaube ich. Da. Das ist unser Ausgang. Fehler! Unbefugter Zugriff! Anlage wird abgeriegelt! Draußen bleiben! Was ist denn los? Na, zumindest funktioniert die Notbeleuchtung. Was war das gerade? Minerva ist definitiv hier. Und ich glaube, sie will uns aufhalten. Ich gehe vor. Vielleicht finde ich einen Eingang. Sollen wir sicher nicht mit ihr mitkommen? Minerva kann gefährlich sein. Ich schaue, dass es sicher ist. Okay. Wenn du uns brauchst, wir sind hier. Hallo, springen, danke. Ich habe so das Gefühl, bei so manchen Situationen ist so viel möglich, sind so viele Möglichkeiten hier, dass die Aloy einfach, also das Spiel nicht weiß, okay, wo du hinspringen willst und deswegen reagiert es gar nicht. Ich muss einen Weg finden, auf die Systeme der Anlage zuzugreifen. Das kriegen wir hin, aber nicht mehr heute. Macht's gut, Leute. Tschüss.